Ja, der Titel heißt, wieso ich das zu jeder Mahlzeit trinke ab heute. Ich habe mich umentschlossen, ich trinke es nicht mehr. Ich habe es jetzt in Presslingen rausgebracht, selbst weil es doch vom Geschmack sehr, sehr herbe war und vielleicht die ein oder andere Mahlzeit doch etwas vermiesen könnten für den ein oder anderen. Von daher gibt es das bei uns als Presslinge. Wir reden hier von Moringa und es ist überhaupt nicht unspektakulär, was gleich kommen wird. Ich habe auch immer gedacht, ja, Moringa, aber es gibt auch noch Grassaftpulver und Algen, die sind noch viel nährstoffreicher, aber es gibt Eigenschaften von Moringa, die keine andere Pflanze auf dem Planeten hat. Und da lohnt sich wirklich mal dran zu bleiben. Es gibt so viele Superfoods auf unserem Planeten, viele von denen wir noch gar nichts gehört haben. Superfoods heißen so, da sie sich im Nährstoffgehalt deutlich absetzen von herkömmlichen Lebensmitteln. Sie haben von irgendetwas besonders viel, können irgendetwas besonders gut. Doch die stärkste Eigenschaft von Moringa ist sicher die blutzuckerregulierende Eigenschaften. Jetzt kannst du sagen, ja gut, ich habe doch gar keinen Zucker und solche Sachen halt. Aber es gibt Vorteile, je niedriger der Blutzucker, desto besser für dich. Das kläre ich jetzt. Eine Art Review-Meta-Analyse verglich 30 zuckerorientierte Moringa-Studien. Das Ergebnis war, 7 von den 30 waren mit Menschen durchgeführt und 5 von den 7 Menschenstudien zeigten eine signifikante Senkung des Blutzuckers bei Diabetikern. Bei den Tierstudien konnten von 23 21 statistisch signifikant den Blutzucker senken. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und dass das ebenfalls einen Einfluss hat auf Nicht-Zuckerkranke, das kannst du dir selbst denken. Also ich kenne keine Pflanze, die wirklich das schafft. Und deswegen habe ich mich wirklich dazu entschlossen, immer ein paar Presslinge zu meiner Mahlzeit zu konsumieren. Und warum ich das tue, jetzt. Doch wieso sind so hohe Zuckerwerte bei Mahlzeiten so negativ anzusehen? Wenn viel Zucker im Blut ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Proteine verzuckert werden. Viel höher, als wenn wenig Zucker im Blut ist. Verzuckerte Proteine, Moment, was heißt das denn? Verzuckerte Proteine nennt man auch AGEs, Advanced Glycation End Products. Und wieso diese so schlecht sind und was diese so schlecht macht, hier mal einen kleinen Ausschnitt aus meinem Video, was ich vor längerer Zeit mal hochgeladen hatte. Sehr spannend. Und dann habe ich noch eine andere Meta-Analyse extra genommen bezüglich AGEs und zwar, guess what, für die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Und das sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch dazu gibt es eine Meta-Analyse. Das heißt, eine Meta-Analyse ist immer Studien aus ganz vielen Konglomerat zusammengesetzt. Und die kam zu diesem Ergebnis. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine Ernährung mit niedrigen AGEs, eigentlich Rohkost, eine wirksame Strategie zur Verbesserung der kardiometabolischen Profile bei Personen mit dem Typ-2-Diabetes oder ohne Diabetes sein könnte. Schauen wir uns nun einmal ein paar randomisierte Studien zu Moringa an. Hier wurden gesunde wie auch diabetisch erkrankte Menschen 20 Gramm Moringa-Pulver gegeben, was ca. 2 normale Esslöffel entspricht. Dies wurde zu den Mahlzeiten verabreicht. Wir sehen hier, bei den Erkrankten kam es zu einer statistisch signifikanten Senkung des Blutzuckers bei den Mahlzeiten, obwohl ja Nährstoffe hinzugefügt wurden. Denn Moringa hat ja ebenfalls Proteine und Kohlenhydrate, die sich ja ebenfalls auf den Blutzucker normalerweise auswirken. Bei den Gesunden kam es zu Senkung, aber nicht zu einer signifikanten Senkung, aber durchaus einer messbaren Senkung. Und das ist auch der Fall, warum ich es nehme. Doch woher kommt der Effekt dieser Pflanze? Ganz einfach, Moringa hat eine Eigenschaft, dass ihre sekundäre Pflanzenstoffe bestimmte zuckerspaltende Enzyme hemmt. Und verlangsamt so die Aufnahme, genau genommen die Alpha-Amylase. Was ist die Alpha-Amylase? Ein Speichel-Amylase, das heißt Alpha-Amylase, auch Ptyalin, heißen drei Enzymisoformen, die von Menschen im Speichel produziert werden. Es handelt sich um dasjenige Enzym in allen Lebewesen, das Speicher, Kohlenhydrate wie Stärke und Glykogen über die Trennung der 1-Alpha-D-Glykosidbindung in seine Bestandteile zu spalten vermag. Schaut man sich das mal an, passiert das, wenn man das Enzym aussetzt mit dem Blattextrakt. Und hier sehen wir ganz klar ein proportionales Wachstum der Kurve. Das heißt, je mehr Moringa gegeben worden ist, desto mehr Inhibition erfuhr dieses Enzym, was ja notwendig ist, um Zucker zu verstoffwechseln. Das heißt, Zucker kann viel langsamer nur noch aufgenommen werden. Also, das sind die Anwendungsgebiete. Zuckererkrankte könnten zu ihren Mahlzeiten Moringa trinken, um die Zuckerpeaks mehr in Grenzen zu halten, um die Bauchspeicheldrüse mehr zu entlasten. Aber auch Gesunde können Effekte erzielen, auch wenn sie nicht immer
signifikant sind, doch sie sind definitiv messbar und ein paar Prozent tiefer haben normalerweise definitiv Auswirkungen auch auf die AGE-Synthese, auch wenn von kleiner Bedeutung, aber Kleinvieh macht auch irgendwann Mist. Und wenn man sich bestimmte Verhaltensweisen aneignet, die immer einen kleinen Teil sich positiv auswirken könnten auf deine Gesundheit, macht das ganze Kleinvieh auch irgendwann Mist und wird etwas zu ganz Großem. Und zwar zu etwas Großem Positiven. Doch was kann das Blatt noch so alles? Da falscher Zuckerkonsum auch die Blutfettwerte beeinflusst, da deine Organe das falsche Substrat nutzen, und zwar Zucker statt Fett. Deine Organe, zum Beispiel das Herz, braucht meistens Fett und nicht meistens Zucker. Daher verfettet das Gewebe und das Blut, da normalerweise jetzt Zucker als Substrat genutzt wird und das Fett, was normalerweise in deinem Blut und was deine Organe normalerweise verbraucht, nicht verbraucht wird, sich ablagert. Doch kann Moringa auch einen Einfluss haben auf deine Blutfettwerte? Das könnte man ja daraus schließen, dass weniger Zucker jetzt aufgenommen wird. Das heißt, mehr Fett genutzt wird von deinen Organen und dadurch natürlich auch die Blutfettwerte sich positiv verbessern. Positiv verbessern. Das war doppelt egal, doppelt hält besser. Du weißt schon. Oder wenn Zucker eingespart wird, müsste es auch damit einhergehen mit mehr Gewichtsverlust eventuell, da mehr Kalorien oder weniger Kalorien aufgenommen werden. All das habe ich mal versucht zu überprüfen. Und ich habe mich auf die Suche gemacht nach einer randomisierten Kontrollstudie mit 140 Teilnehmern, die ich auch gefunden habe. Diese Übergewichtigen machten ein Ernährungsprogramm mit Sport und Moringa, mit einer Mixtur so genannt, aus Moringa, Kurkumin und Curry. Da die schlechte Absorptionsrate von Kurkuma berücksichtigt werden muss, beziehungsweise des Kurkumins, finde ich, ist es eher zu vernachlässigen. Und ich denke, ich kann den Hauptgrund oder den Haupteffekt dem Moringa hier zusprechen. Kurze Schleichwerbung noch am Rande. Wir haben ebenfalls Kurkumin auf liposomaler Basis und haben das gegen ein normales Kurkumin getestet in einer Studie an lebenden probanden Menschen. Ja. Und es kam zu einer 38 höheren Bioverfügbarkeit unseres Kurkumins. Und das ist wirklich sehr, sehr statistisch signifikant. Aber zurück zur Studie. Schaut man sich hier einmal die Blutfettwerte an in verschiedenen Gruppen, und zwar der, die ja normalerweise noch Sport gemacht haben, die Ernährungsumstellung gemacht haben, und dann die, die Moringa und Co. bekommen haben und die nicht Moringa und Co. bekommen haben. Und wir sehen hier den HDL-Wert. Das ist das. HDL ist ein sehr wichtiges Molekül, welches das überschüssige Cholesterin, was durch deine Organe wieder abgegeben wird, wieder zur Leber transportiert, damit es nicht Unsinn treibt in deiner Blutbahn. Und das ist deutlich gestiegen. Wir sehen hier einen Wert von 8,66. Im Vergleich hat in der Placebo-Gruppe das HDL sogar noch abgenommen. Das heißt, wir haben eine Differenz von 11, was wirklich absolut gigantisch ist. Das Ganze auch hier statistisch signifikant. Wir sehen den P-Value deutlich unter 0,05. Das LDL ebenfalls deutlich gesunken, minus 30, das ist unfassbar. In der Placebo-Gruppe bei minus 1 ist es fast zu vernachlässigen. Das VLDL ist ebenfalls gesunken, das ist der Transporter, mit dem aus deiner Leber das Cholesterin in die Blutbahn erst gelangt. Ja? Und der ist ebenfalls gesunken und ebenfalls in der Placebo-Gruppe gesunken, aber deutlich weniger. Das totale Cholesterin megamäßig gesunken, minus 28 zu 5 nur in der Placebo-Gruppe. Triglyceride ebenfalls natürlich deutlich gesunken, was natürlich klar ist, denn das VLDL sehen wir oben, sondert das Triglycerid erst ab. Wenn das VLDL sinkt, sinkt auch immer die Triglyceride im Blut. Ja, das geht damit einher. Wir sehen hier natürlich auch die Korrelation. Minus 34, das ist ja unglaublich. Und das LDL-HDL-Verhältnis hat sich natürlich auch ganz anders verbessert als in der Placebo-Gruppe, ja. Noch was sehr Wichtiges, was getestet worden ist, das Adiponecetin, das ist ein Gewebshormon und ist bei Patienten mit metabolischem Syndrom erniedrigt. In klinischen Studien konnten niedrige Adiponecetin-Spiegel mit der Entwicklung eines Typ-2-Diabetes und einer koronaren Herzerkrankung korreliert werden. Das heißt, dieser Wert ist sehr, sehr wichtig und sollte höher sein als bei Patienten mit metabolischen Syndromen. Auch dieses hat man gemessen und kam hier zu dem Ergebnis, dass die Moringa-Gruppe war jene, bei der statistisch signifikant dieses Gewebshormon erhöht war und damit natürlich auch indirekt gegen koronare Herzkrankheiten und gegen Typ 2 gewirkt hat. Ja, das ist sehr schön, hier einmal noch zu sehen. Hingegen in der Gruppe, die nur Sport und Ernährung getrieben hat, war dies nicht signifikant bzw. statistisch signifikant zu verzeichnen.
Wo wir schon beim metabolischen Syndrom sind, immer mehr Menschen neigen dazu, nicht optimale Blutfettwerte, Körperfettwerte oder Zuckerwerte zu haben. Schlechte Ernährung, Stress, wenig Bewegung sind sicher nicht immer einfach einzuhalten. So, schaut man sich die Werte einmal an, nicht wundern. Hier sind die Werte im positiven Bereich. Die sagt aber nur, je höher der Wert, desto mehr Reduktion wurde erfahren. Ja? Und wir sehen ihr Körpergewicht natürlich in Kilogramm. 5 Kilo haben sie verloren, 5,3 im Gegensatz die Placebo-Gruppe nur 0,87, was ja wirklich enorm ist. Ja? Body Mass Index ebenfalls 2 Punkte nach unten, in der Placebo-Gruppe 0,34. Der Umfang, ja, der Hüfte bei 5,36, im Gegensatz Placebo deutlich niedriger. Ja. Nee, Waist ist, glaube ich, Taille, genau. Und Hip ist, glaube ich, Hüfte. Ja, so müsste es sein. Auch hier wieder sehen wir ganz klar, deutlich erniedrigt. Ja. Was schon wirklich hier sehr enorm ist in der Studie, finde ich. Ja. Auch wenn es nicht so wenig Teilnehmer war, schon 140 Stück. Ja. Aber muss man natürlich auch mal vor Augen führen, das kann wahrscheinlich nicht bei jedem so extrem ausfallen. Das heißt, ich muss das jetzt nehmen und habe diese Erfolge sofort damit. Ich finde es sehr schön, wenn meine Studie war hier, dass das herauskristallisiert hat, dass es nochmal einen Unterschied gibt. Beide machen die Ernährung, beide machen Sport, aber der Moringa on top macht nochmal einen Riesenunterschied. Ja? Und das sehen wir hier auch nochmal ganz klein in der Studie. Aber ob es auch wirklich bei jedem so extrem ausfällt wie hier in der Studie, das ist natürlich nicht kausal hier zu sagen, aber eine Korrelation gibt es anscheinend und ich habe dem Stoff definitiv eine Chance gegeben und ich bin definitiv nicht enttäuscht worden, ja, denn ich habe immer wirklich jetzt meinen Blutzucker auch gemessen, ich habe ein Messgerät mir geholt und es gibt tatsächlich einen kleinen Unterschied, das fand ich wirklich sehr, sehr toll, macht wahrscheinlich dazu auch nochmal ein separates Video, wo ich euch das zeigen kann, dass es wirklich messbar ist, ja. Schauen wir uns nochmal zur Abwechslung noch eine randomisierte Tierstudie an im Vergleich, weil wir hatten jetzt nur Menschenstudien hier. Und hier wurden Tiere normal ernährt und die anderen bekamen eine High-Fett-Ernährung mit viel Fett und 20% Fructose ins Wasser. Diese Tiere mit Fett und Fructose sehen wir hier, sehen wir natürlich, dass diese schlechtere Werte haben, ja, auf den Blutzucker allgemein, deutlich mehr Insulin haben, benötigen halt der HOMA-IR-Index, das heißt der HOMA-Index, das ist ein Maß für die Insulinsensitivität, ist natürlich auch deutlich erhöht, hier fast 30 Mal so hoch, ja. Und wir sehen also verschiedene Werte, die hier negativ sind. Man muss mal gucken, nur die mit dem Sternchen sind natürlich auch statistisch signifikant, ja. Das heißt, auch hier der LDL war höher und so weiter und so fort, ja. Da muss ich nicht weiter drüber reden. Wir sehen hier echt schlechte Werte so in dem Sinne, ja. Schaut man sich die Werte aber mal an, wenn diese dann dementsprechend das Moringa bekommen haben, sehen wir hier mit der 95, ja, dann sehen wir, dass der Blutzuckerwert hier drastisch nach unten gegangen ist, ja, plötzlich wieder. Und auch natürlich hier wieder das Insulin deutlich nach unten gegangen ist, auch der HOMA-Index deutlich nach unten gegangen ist, ja, und das Körpergewicht auch deutlich nach unten gegangen ist. Also alles genau das, was man vorher in den Menschenstudien auch beobachtet hat, hat sich hier auch wieder bestätigt, ja, in der Tierstudie, in der randomisierten, ja. Das fand ich nochmal sehr, sehr spannend, ja. Dann gibt es ebenfalls noch einen Hinweis, ein Benefit fand ich megamäßig toll und deswegen, das wusste ich schon lange, deshalb war auch der Grund, warum ich dieses Produkt unter anderem auch ins Sortiment genommen habe. Es gibt ebenfalls Hinweise beim Schutz, bei der Toxizität von Schwermetallen, besonders hier einmal Blei sehen wir hier, oder auch bei Arsen, welches ebenfalls sehr giftig ist für uns Menschen und so nach Knoblauch riecht, das habe ich einmal im Studium leider erfahren müssen, ganz kurz. Wir sehen, hier wurden die ganzen Antioxidantien des Körpers viel besser, die normalerweise ja wichtig sind zur Pufferung der Radikale, die entstehen, wenn du Schwermetalle bei dir im Körper hast. Und dazu zählen unter anderem Superoxiddismutase, was Superoxidradikale puffert. Die Glutathionperoxidase, ja, was Wasserstoffperoxid neutralisiert, indem es quasi hilft, das Glutathion es zu machen. Oder die Katalase, die ebenfalls Wasserstoffperoxid entgiftet, mit Hilfe auch der Superoxiddismutase zunächst. Da sehen wir alle, die Parameter sind ganz klar hier gestiegen und wieder fast auf Normalwert, ja. Wenn Moringa hinzugegeben worden ist, trotz Schwermetallbelastung. Ja. Und auch im Umkehrschluss konnte gezeigt werden, dass die ganzen Entzündungsparameter, die ja durch Schwermetalle ausgelöst werden, ja auch gleichzeitig gesenkt werden, ja, also antiproportional. Die werden gesenkt und die Entzündungs- bzw. die Ursache ist natürlich auch deswegen anzusehen, weil diese ganzen Parameter, deine eigenen körpereigenen Antioxidantien, mehr jetzt arbeiten können, ja. Damit sinken auch die Entzündungsparameter, sehen wir hier auch ganz toll. Ja. Interessant, wieso erhöht es ebenfalls die B-Vitamine bei dir im Körper, was sehr, sehr spannend ist und was ich vorher auch noch nicht wusste.
Und man sieht, selbst liefert selbst kein Vitamin B12, erhöht aber den Vitamin B12-Wert. Ja? Fand ich ebenfalls sehr, sehr toll hier von Moringa. Es beschützt quasi deine B-Vitamine noch. Ein Benefit, den ich so auch noch nie bei irgendeiner Pflanze gesehen habe. Ja? Oder auch die Hormone werden reguliert. Sehen wir hier das Östrogen. Ja? Also es ist unfassbar. Man kann es ja fast gar nicht in Worte fassen, was diese Pflanze liefert. Und ich bin da sehr, sehr gute Dinge. Und ich hoffe, ich konnte euch damit inspirieren. Das Produkt gibt es natürlich auch bei uns im Shop. Wer möchte, kann sich das gerne mal für sich testen. Und würde mich sehr freuen, auf purazell.de dich gleich zu sehen. Bis gleich. Dankeschön für deinen Support. Ciao.